einfach sprudeln, statt schwer schleppen. Dieser Slogan von SodaStream bleibt dem Kunden im Ohr. Der größte Hersteller von Trinkwassersprudlern verkauft in 47 Ländern. Und doch wissen die meisten nur wenig über das israelische Unternehmen. Früher hatte es seinen Standort nahe der Siedlung Ma'ale Adumim, bis es in den Negev umgezogen ist. Die Anhänger der Israel-Boykott-Bewegung sind sich sicher, dass ihre Kampagne dafür verantwortlich ist. Firmenchef Daniel Birnbaum widerspricht dem deutlich. Der Umzug fing bereits 2010 an. Es dauerte aber einige Jahre, bis die Regierung sämtliche Anträge genehmigt hatte. Wir haben den Ort gewechselt, weil wir so gewachsen sind. Unsere Firma ist viel größer als vor 5 Jahren. Außerdem haben wir jetzt statt 5 verschiedenen Fabriken eine große, in der alles gebündelt ist. Das ist für uns viel effizienter. Mehr als 3 Millionen SodaStream-Maschinen werden hier jährlich hergestellt. Aber hinter dem israelischen Unternehmen steckt mehr als nur ein erfolgreiches Produkt. Birnbaum nennt die Firma eine Insel des Friedens. Hier arbeiten jüdische, arabische, christliche und drusische Israelis gemeinsam im Team. Das ist den Chefs genauso wichtig wie den Mitarbeitern. Ich habe 8 Kinder und bin hier für diese Maschine zuständig. Ich liebe meine Arbeit. Mein Sohn arbeitet auch hier. Und mein anderer Sohn ist als Elektroingenieur auch bei SodaStream angestellt. Ich komme ursprünglich aus Beersheba. Es macht wirklich Spaß, bei SodaStream zu arbeiten. Mit all den unterschiedlichen Menschen, mit Palästinensern, Juden und Beduinen. Das bringt einem persönlich auch ganz viel, wenn wir hier mit anderen Kulturen zusammenkommen. Wir lernen einander kennen, wir lernen die Religion des anderen kennen, was er denkt und fühlt. Das verändert uns, unsere Sichtweise auf die anderen. Ich arbeite hier schon 2,5 Jahre und wir sind wie eine große Familie. Ich könnte hier 7 Tage die Woche arbeiten. Es macht so viel Freude. Vor dem Umzug in die Negev-Wüste arbeiteten bei SodaStream zusätzlich über 500 Palästinenser. Zwischen ihnen und den jüdischen Mitarbeitern gab es keinerlei Probleme. Das Unternehmen wollte die beschäftigten Palästinenser mitnehmen an den neuen Standort. Das scheiterte allerdings an der Regierung. Ich habe mich an die israelische Regierung gewandt wegen Arbeitserlaubnissen für die Palästinenser. Das ist eigentlich keine große Sache. Jeden Tag arbeiten 100.000 Palästinenser hier in Israel. Ich habe nach nur 500 Erlaubnissen gefragt. Sie haben diese Zahl immer weiter nach unten gedrückt und ich bekam 120. Mit der Zeit waren es nur noch 74 und am Ende haben sie auch die nicht mehr ausgestellt. Wir haben deshalb wirklich Streit mit der Regierung. Ich bin frustriert, dass ich es nicht geschafft habe, dass die Palästinenser hier arbeiten können. Denn A, ist es das Richtige. B, fördert das die Koexistenz und den Dialog zwischen Juden und Palästinensern. Und C, beweisen wir so jeden Tag hier in dieser Fabrik, dass sie miteinander leben können, dass Frieden möglich ist. Und doch hat die Regierung diese Gelegenheit nicht ergriffen. Daniel Birnbaum gibt aber noch nicht auf und kämpft weiter für die palästinensischen Mitarbeiter. Mittlerweile hat die Firma aber Arbeitsplätze im Süden Israels geschaffen, wo die Arbeitslosenrate höher ist als im Rest des Landes. Mit 1.300 Mitarbeitern ist das Unternehmen der größte Arbeitgeber im Negev. Knapp die Hälfte der Menschen, die hier arbeiten, sind Beduinen. Dank familienfreundlicher Arbeitszeiten haben nun auch beduinische Frauen die Chance, zum ersten Mal überhaupt zu arbeiten und Geld zu verdienen. Als Frau hier zu arbeiten ist überhaupt kein Problem. Wir Frauen tauschen uns immer aus und sind alle zusammen wie eine große Familie. Auch die Beduinenfrau ist enttäuscht darüber, dass viele ihrer palästinensischen Freunde nach dem Umzug des Unternehmens gehen mussten.
Daniel Birnbaum hingegen ist sauer auf die israelische Regierung. Er möchte den Menschen Arbeit geben und nicht das Gefühl vermitteln, die Israelis seien eine Besatzungsarmee. Es ist wichtig, dass Menschen aus der ganzen Welt verstehen, wenn Benjamin Netanyahu spricht, spricht er beispielsweise nicht für mich. Viele Menschen stimmen nicht dem zu, was er sagt und tut. Aber die palästinensische Autonomiebehörde ist noch schlimmer. Während Netanyahu und seine Politik den Konflikt ermutigt oder weiter befeuert, stachelt die palästinensische Autonomiebehörde zum Terror an. Zu Mord und Blutvergießen, das ist noch viel schlimmer. Also verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich meiner Regierung kritisch gegenüberstehe und nicht explizit etwas über die andere Seite sage. Ich glaube, dass alle Politiker, die Teil dieses Konflikts sind, ihrem Volk keinen guten Dienst erweisen. Für die israelische Firma SodaStream steht ein friedliches Miteinander an erster Stelle. Eine Botschaft, die nach außen getragen werden soll. Dafür steht auch die Statue vor dem Eingang des Unternehmens. In der Bibel steht, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Kein Volk wird das Schwert erheben und sie werden nicht mehr kriegen lernen. Nach diesem Tag sehnen wir uns alle. Der Tag, an dem wir alle in Frieden und Harmonie zusammenleben. Hier bei SodaStream machen wir das schon. Wir müssen nicht träumen. Wir müssen einfach so weitermachen und dieses Licht in der Welt verbreiten.